Die Aufrichtung ist sofort sichtbare und erfolgreiche geistige Heilung. Live zu erleben, ohne doppelten Boden, kein Rauch oder kein Copperfield. Es geschieht einfach auf einer Ebene, die für unseren Verstand, für unseren Ratio nicht nachvollziehbar ist. Wie oft Klienten sagen, unglaublich, was da alles geschehen ist. Es ist nicht vorstellbar für unseren Kopf, aber es muss ja auch nicht vorstellbar sein für unseren Verstand. Wichtiger ist das Ergebnis und das ohne Risiko und ohne Nebenwirkungen. Was muss man tun, wenn man zu dir zur Aufrichtung kommt? Ja, erstmal bereit sein, darum geht es. Das heißt, seinen freien Willen dokumentieren, ich bin bereit für die Aufrichtung. Du musst an nichts glauben, weder an Engel noch an Gott oder sonst irgendetwas. Du brauchst einfach nur bereit sein, diese wundervolle Energiearbeit wirken zu lassen und zu erkennen, wie einfach Heilung sein kann auf einer Ursachenebene, also nicht am Symptom behandeln, sondern Heilung auf der geistig-seelischen Ursachenebene. Ja, Rico, bist du bereit, dass ich bei dir auch mal beobachten kann, vor der Aufrichtung, was sich da an Schiefständen möglicherweise zeigt? Sicher, ja. Wunderbar, prima, danke dir. Ich beobachte die Schulterblätter und die Wirbelsäule. Einverstanden? Ja. Wunderbar, danke dir. Gehe ich hinter dir in die Hocke. So, Achtung, Schulterblatt rechts, da bin ich drunter, spürst du es? Ja. Was macht dein linkes Schulterblatt? Ui, das ist aber tiefer, spürst du es? Ja. Viel tiefer. Das will ich mal mit dem Lineal genauer festhalten. Spürst du es, ich bin drunter? Ja. Das sind ca. 2,5 cm, hatten wir gerade schon mal, das ist aber selten. Ja. Dann beobachte ich mal, wie deine Wirbelsäule verläuft, da bin ich drauf, spürst du es? Ja. So, hier geht sie gleich nach rechts, noch mehr nach rechts, spürst du es? Ja. Und der Bogen geht nach links, andere Richtung und da wieder Richtung Becken zurück. So, liebe Rosa, jetzt gibt es Strich an den Füßen, Fußkante 1. Und die zweite Fußkante. Nochmal zusammen, ganz entspannt. Da ist ca. 1 cm Beinlängendifferenz aus dem Beckenschiefstand resultierend. Das halten wir nochmal fest, ganz locker zusammen. Dann machen wir nochmal ein schönes Foto. Klick, wunderbar, kann sich entspannen. Prima, nochmal tief einatmen und schön wieder aus. Lass mal die Arme kurz runter und nochmal schön richtig durchatmen und beim Ausatmen alles loslassen. Jetzt, jawohl. Gut so. Transformation ist geschehen, so ist es jetzt. Und auch hier wieder sofort sichtbare und erfolgreiche geistige Heilung. Einfach zusammen, ausgeglichen. Beinlängendifferenz AD. Beckenschiefstand nicht mehr da und ebenso auch die Wirbelsäule aufgerichtet. Wie war das für dich? Super. Das hören wir gerne. Dann schauen wir uns auch mal an, ob das auch so super geworden ist mit den Schulterblättern und der Wirbelsäule. Ich mache es mal ein bisschen glatt, damit du es besser spüren kannst, Rico. Achtung, ich drücke ein bisschen kräftiger, da bin ich drunter, spürst du es? Rechts, ja. Schulterblatt. Wo ist dein linkes Schulterblatt? Ist hier auch am Ende, spürst du es? Ja. Ausgeglichen, prima. Und noch einmal drückt man nach hinten. Kann man das sehen? Jawohl, ausgeglichen. Wunderbar. Schulterblattdifferenz AD. Und das bleibt auch so dauerhaft mit einer einzigen Aufrichtung. Hier bin ich auf der Wirbelsäule. Spürst du es? Ja. Wie es gerade verläuft? Wie hast du heute die Aufrichtung für dich empfunden? Also es war sehr intensiv, vor allem in meinem Körper, was zuvor gemessen wurde, wo ich im Rücken so eine Schwankung hatte und jetzt alles gerade ist. Und jetzt, wenn ich so dastehe, merke ich auch, wie ich viel aufrechter bin. Du hast vorher was von Leichtigkeit gesagt? Genau, also im Herz gab es mir eine Leichtigkeit, die richtig mein Herz öffnete und auch meinen Kopf. Also jetzt fühlt es sich viel freier an als zuvor. Ich bin über Empfehlung durch meinen Mann zur Aufrichtung gekommen und hatte heute meine erste Aufrichtung. Das war total super. Ich fühle mich viel leichter. Ich fühle mich auch viel größer und würde es jedem empfehlen. Ich habe sehr viel Energie gespürt, auch viel Erleichterung. Ich würde meinen, dass ich auch weniger Trauer spüre als früher
Und das ist doch großartig. Mein Name ist Alexandra Gruber und ich komme aus Tirol. Ich bin hauptberuflich als Medium und Heilerin tätig. Ich durfte es erleben am Ammersee und war dort mit meinem Kollegen und hatte regelmäßig, so seit dem 12. Lebensjahr, immer Hexenschuss. Wie passend, gell? Und es wurde immer wieder diagnostiziert und auch eingerenkt von meinem Hausarzt. Und dann habe ich die Methode kennengelernt durch diesen Klienten, der eben den Sigmund empfohlen hat. Und ich habe meinen Heilerkollegen gefragt, ob er mit mir nicht gern dahin fahren würde. Und was ist seither für dich passiert? Ja, der Hexenschuss ist weg. Es war wunderbar, es war schön zu erleben in der Gruppe, wie die Energie auch in diesen Räumlichkeiten ist, auch wie locker und wie entspannt diese Atmosphäre ist. Und es war leicht, sich dort zu öffnen und dieser Energie hinzugeben. Und ich habe sofort gespürt, dass im Kreuzbereich, auch wo ich noch nicht behandelt worden bin, was geschehen ist. Und ich durfte es ja auch bei meinem Kollegen erleben. Mein Name ist Stefan Hief und habe die Firma Wonderful Events und durfte Sigmund bereits vor 7 Jahren kennenlernen und hatte damals einen Bandscheibenvorfall, hätte eigentlich operiert werden sollen und nach der Aufrichtung bei Sigmund war das Ganze nicht mehr notwendig. Es hat gewirkt durch die Arbeit von Sigmund, das heißt durch ihn hat es gewirkt und das Ganze hat mein System in Balance gebracht. Und also nicht nur den Rücken begradigt, wie ich es immer sage, werde ich mal geschimpft, wenn ich das sage, sondern auch letztendlich hat es bei mir ganz viel bewirkt, da ist ganz viel im Leben passiert. Ich heiße Merle Strong, ich bin die Frau von Sigmund Schreiber. Wir haben eine gemeinsame, wundervolle Tochter. Ich habe noch einen Sohn, der gerade 14 geworden ist. Ich habe wirklich eine ganz große Herzöffnung gespürt. Und was mich sehr fasziniert hat, war, dass ich viel besser schlafen konnte. Und ich war ruhiger, fühlte mich mehr geerdet und ich habe wirklich eine Verbindung zum Himmel gespürt. Also ich nenne es eine innere Aufrichtung, wieder eine Verbindung auch. Und die bleibt auch, das ist das Schöne. Sein Leben ändert sich zum Positiven. Mein Name ist Gerhard Köster, ich bin 54 und wohne hier in der Schweiz am Zürichsee. Also es ist wirklich eine Befreiung, eine Aufrichtung, einfach. Es ist viel mehr Luft da, also ich kann weiter atmen als zuvor, stehe gerade. Ich hatte eigentlich immer einen relativ starken Buckel und jetzt nach dieser Aufrichtung habe ich mich nicht nur gerader und aufrichtiger gefühlt, sondern wir haben das eben noch nachgemessen und ich bin also effektiv 1 Zentimeter größer jetzt. Mein Name ist Sandra und ich komme von Zürich. Das war für mich eine innerliche und körperliche Aufrichtung. Und was ich ganz speziell empfunden habe, ich wurde wirklich von einem Engel kontaktiert und ich habe auch wahnsinnig viel Lichtenergie erlebt. Es hat mir eine extreme Klarheit gebracht. Und zwar habe ich meinen Sohn vor 11 Jahren verloren und es hat mir extrem geholfen, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Es hat mir eine unglaublich große Stabilität gebracht und das habe ich vorher nie so erlebt. Ich bin der Bernhard aus Tirol. Also bei mir war ganz auffällig, dass ich kurz bevor ich zum Sigmund gefahren bin, ganz starke Rückenschmerzen gekriegt habe. Und ich bin auch mit diesen starken Schmerzen zum Sigmund gefahren. Und nach dieser Aufrichtung war das alles komplett weg, bis zum heutigen Tag. Ich habe gespürt, dass ich im Gesamten eine Leichtigkeit spüre. Also wenn man da Lasten wegnimmt, also eine Last vom Rücken, von den Schultern, vom Nacken, ich fühle mich seit dort viel leichter. Mein Name ist Pascal Piu und ich bin Inhaberin vom Revital. Das ist ein Frauenrevitalisierungshotel im Waadtländer Jura. Dann hatte ich nach meiner Aufrichtung 3 Tage lang energetische Heilreaktionen, sprich gewaltiger Muskelkater. Und 3 Tage nachher war alles in Ordnung und ich bin seit dem 7. Februar 2016 absolut schmerzfrei. Ich war so eine Rückenschmerzpatientin. Ich hatte eine starke Skoliose, LWS-HWS-Bereich, Autounfall vor 13 Jahren mit Schleudertrauma. Und Rückenschmerzen waren ein Dauerbegleiter in meinem Leben. Ich habe es zwar dank meinen Therapeuten gut im Griff gehabt und funktionieren können, aber es war wirklich so
omnipräsent. Ich bin der Helmut Sprenger und ich komme aus Vorarlberg. Wie bist du zur Aufrichtung gekommen? In einer familiären Krise ist das Buch von Karl Gamper, Erfolg ist menschlich, zu mir gekommen. Und da drinnen ist der Sigmund Schreiber beschrieben. Und ich wusste, das ist die Lösung. Zuerst Termin ausgemacht, ganze Familie gepackt, zu Sigmund gefahren, geistige Aufrichtung. Und ja, danach hat sich mein Leben eigentlich komplett verändert. Es hat sich alles auf den Kopf gestellt. Also die Familie ist noch zusammen. Ich habe mich von meinen Firmen getrennt, habe die Ausbildung gemacht bei Sigmund für die geistige Aufrichtung. Ich habe mich spezialisiert auf die Arbeit mit Firmen. Ich kümmere mich um die Seelen von Firmen, ich kümmere mich um Projekte von Firmen. Ich schaue, dass in Firmen die Energie fließt, dass die im Flow sind und da passieren die erstaunlichsten Dinge. Also du sagst, Aufrichtung ist nicht nur für Menschen, sondern auch für Firmen gut. Aufrichtung ist für jedes Individuum, für jedes Lebewesen ganz, ganz wichtig. Und da lösen sich derartig viele Dinge und es zeigen sich Wege. Ja, es ist für jeden anders, darum ist es nicht zu beschreiben, es ist nicht katalogisierbar, es ist einfach ja, individuell. Und empfiehlst du die Aufrichtung weiter? Unbedingt. Da musst du hin. Unbedingt. Und ich habe es schon an über 600 Menschen weiterempfohlen. Wir haben schon mehr als 50 Aufrichtungen im Fünf-Seelen-Land durchgeführt und freuen uns jetzt auf die nächsten 50 Aufrichtungsrunden. Ich organisiere seit einem Jahr die Schweizer Aufrichtungstermine für Sigmund und bin regelmäßig mit ihm unterwegs. Es ist eine super Sache. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Also man muss jetzt keine Rückenschmerzen haben, keine Leiden haben. Es regelt sich auch so ganz viel, auch innere Prozesse, was da vonstatten gehen. Mache ich regelmäßig. Wir haben auch das Glück gehabt und die Ehre, dass der Sigmund zu uns gekommen ist. Wir haben dann mehrere solche Events, solche Aufrichtungsevents organisieren dürfen für ihn. Und es war ganz spannend und interessant zu sehen, wie die Leute verschiedenen Alters und Kategorien darauf reagiert haben. Also die Menschen haben dann begeistert geschrieben oder angerufen, was sie alles erlebt haben. Also nicht nur die Wirbelsäule wird aufgerichtet, sondern der gesamte Mensch. Ja, man sieht, dass es gut tut und ja, für die Menschen, die es möchten, kommen von selber. Ich muss es nicht weiterempfehlen. Es passiert einfach, das macht der Himmel schon. Lasst euch aufrichten, ihr Lieben. Es ist so einfach, es bewirkt so viel. Vertraut einfach dem Prozess, dass deine Seele ganz genau weiß, was geschieht und ja, sei einfach bereit. Danke.